Hey Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute zeige ich einmal die besten Methoden, um Netherite zu farmen. Denn ich brauche für meine Rüstung eh Netherite. Bitte ignoriert einfach meinen Skin. Der Skin lädt irgendwie nicht richtig in der Java, aber egal. Denn wir haben ja eine Survival-Welt und ich brauche hier Netherite. Da dachte ich, hey komm, wieso machen wir nicht daraus ein Video, um einmal zu testen, welche Methode hier wirklich die beste ist, um Netherite zu farmen. Denn viele sagen ja, es gibt solche Methoden und solche Methoden. Und ich teste einmal genau raus, welche heute die beste ist. Also, let's go! Die erste Methode, die ich heute nutzen werde, ist einmal die Spitzhack-Methode. Jeder kann sie nutzen. Die ist ziemlich einfach und ist sehr aufwendig. Einfach in den Nether gehen, Spitzhacke nehmen und abbauen. Das heißt, wir schauen uns einmal, wie viel wir da wieder rausbekommen. So, die ersten 30 Minuten sind schon rum. Was denkt ihr, wie viel habe ich gefarmt? Habe ich 10 Netherite gefarmt, 20 gefarmt oder sogar mehr oder eine ganz andere Zahl? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, würde mich sehr interessieren, was ihr da denkt. Und nun geht's auf zur zweiten Methode. Als nächstes möchte ich gerne einmal ausprobieren, wie das Ganze funktioniert, wenn wir einmal hier TNT verwenden. Dafür habe ich mir das vorbereitet, einmal hier 5 Stacks TNT vorbereitet. Dieses TNT nehmen wir jetzt einmal hier raus der Kiste raus, hauen die wieder ab und graben nun einen langen Gang geradeaus. Dann platzieren wir alle drei Blöcke einmal in TNT und dann zünden wir es an, gucken dann, wie viel da rauskommt. Für die letzte Methode möchte ich gerne hier einmal einen Tunnelbohrer bauen. Dafür habe ich auch schon hier ein großes Loch freigeräumt. Hier wird nachher Tunnelbohrer stehen. Hier sind auch alle Materialien. Ich werde euch das Video verlinken für den Tunnelbohrer, dann könnt ihr es auch selber nachbauen. Ich baue den Tunnelbohrer und dann sehen wir uns gleich wieder. Der Tunnelbohrer ist einmal fertig, wie ihr gesehen habt. Ihr könnt jetzt hier auf diesen Notenblock draufdrücken, dann geht die ganze Maschine an. Drücken einmal drauf und es funktioniert. Bam. So, kommen wir nun zur Auswertung des ganzen Versuches. Wir haben hier einmal drei Versuche gemacht, einmal Spitzhacke, einmal TNT und einmal Tunnelbohrer. Wir schauen uns einmal an, welche Ergebnisse herausgekommen sind und was ich meiner Meinung nach als beste Möglichkeit vorschlagen würde. Kommen wir jetzt zuerst zur Spitzhacke. Dabei haben wir 30 Minuten gefarmt und haben dafür zwei Netherite-Spitzhacken, sind jeweils vier Ingots und ein weiteres Ingot noch gefunden. Habe die direkt schon verarbeitet, weil ich das Ingot brauchte. Deswegen habe ich jetzt hier einmal zwei Spitzhacken und ein Ancient Debris, also 9 Ancient Debris. Können wir auch mal hier reinschreiben. Und zwar 9 Stück. So. Diese Methode ist sehr sinnvoll, wenn man gerade anfangs wenig Materialien hat und wenig Zeit hat, um es zu machen. Dann kann man hier mit der Spitzhacke das gut machen, weil kommt man ungefähr 2 Ingots pro halbe Stunde raus. Eine sehr gute Möglichkeit für den Anfang.
Das TNT ist schon fürs fortgeschrittene Spiel, wenn man schon ein paar Farmen hat, wie eine Creeper Farm, und ein bisschen Möglichkeit hat, viel Sand zu farmen. Diese Möglichkeit ist meiner Meinung nach die beste, denn wir haben hier 31 Ancient Debris gefunden. Das sind so viele Ingots. Können wir kurz angucken. So. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, fast 8 Ingots, die wir hier rausbekommen haben. Meiner Meinung nach ist das die beste Methode, um zu farmen. Über die würde ich auch euch echt empfehlen. Ihr könnt bei beiden Methoden, wie bei der Spitzhacke und beim TNT, immer die Richtung wechseln. Heißt, ihr könnt sehr variabel weg haben. Da kommt ein großer Lavasee, könnt ihr da gut wechseln. Was natürlich ein Problem beim Tunnelbohrer ist: Tunnelbohrer kann man nur in eine Richtung machen, darum muss ich auch abbrechen, weil einfach viel Lava kam und dann auch der Tunnelbohrer irgendwann kaputt ging. Aber wir haben hier 14 Stück gefarmt. Wir haben bei ungefähr 20 Minuten, wenn wir noch ein bisschen weiter rechnen, haben wir ungefähr nochmal 10 weiter farmen können, dann wären wir ungefähr 20 Stück gewesen in dieser halben Stunde farmen. Das waren jetzt einmal alle 7 Methoden, einmal Netherite zu farmen. Welche nutzt ihr immer? Wo habt ihr mehr bekommen wie ich? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Ich würde euch empfehlen, immer die T-Methode zu nutzen, die sie einfach effizient ist, viel Platz wegnimmt und einfach auch einfach zu farmen ist. Wenn ihr ein bisschen eine Farm baut, eine Creeper Farm, eine Sandfarm, dann geht das ganz schön schnell. Und ihr könnt natürlich auch sehr gut variabel sein, also mal Richtung wechseln und mal woanders hingehen. Das ist sehr gut. Der Tunnelbohrer ist mir sehr aufwendig und Spitzhacke bringt nicht immer die besten Möglichkeiten. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!